Schwein, stirb mal schnell. Ich brauche deine Koteletts. Jupp. Dankeschön, vielen Dank. Und irgendwo da auf so einem Baum müssten meine ganzen Sachen liegen. Meine Innereien. Genau. Und auch sonst alles. Ja, war das alles? Wo ist der Rest? Auf welchem Baum bin ich denn gestorben? Ich glaube, auf dem... Da liegen meine Sachen. Komme ich jetzt da hoch? Oh, ich könnte den Baum fällen, aber ich habe keine Axt und das dauert dann ewig. Das halt mal so versuchen. Jupp. Gigantisch. Der Baum ist auch gigantisch groß. Dass der meinen Sturz nicht ein bisschen aufgefangen hat. Ja, da sind wir anscheinend voll auf so einem Ast hängen geblieben und dann gestorben. Alles Theorien. Habe ich eigentlich wirklich alles wieder? Mal sehen. Er sieht zumindest schon mal gut aus. Ja, wir hatten eh noch nicht viel, also von dem her mache ich mir jetzt da keine Gedanken. Oder haben wir was verloren? Nein. Ja, verlieren ich noch ein bisschen Leben. Leben verlieren macht immer Spaß. Oh, da ist noch mehr Kohle unter unserem Haus. Ja, wunderbar. Und damit haben wir schon wieder Zeit vertrödelt. Ja. Ganz, ganz klasse. Da ist noch mehr Kohle. Ich werde mir auch irgendwie eine Mine von meinem Haus da oben wegbauen, mal. Und weil das war... Was vielleicht ganz wichtig ist, um da unten weiterzukommen, Bäume fällen. Wenn meine Axt die gleich kaputt ist. Ja, genau jetzt. Denn ich brauche Holz. Oh, ich habe Holz. Okay, ich hätte nicht sagen sollen. Aber ich brauche dennoch Holz. Denn unterirdisch gibt es ja kein Holz. Mir jedenfalls nicht bekannt, dass da Bäume wachsen würden. Und da kann ich aber meine ganzen Rohstoffe herbekommen, wie Eisen. Und Eisen ist wichtig. Schön mein Holz einsammeln. Kann jetzt ein bisschen dauern. Bis wir hier das Holz abgeerntet haben. Schaut echt aus, wenn da so anstatt Äpfel wachsen da Holzwürfel. Ja. Ich glaube, das dürfte erstmal reichen. Ja. Ich habe hoffentlich auch keins vergessen. Noch mehr Kohle. Was soll das? Ich finde zu viel Kohle. Ja, ich freue mich natürlich. Ja, hier war noch eins. Ja, jetzt ist die Frage des da Hochkommens. Ich versuche es mal so. Ja. Dass ich mir irgendwie mal hier einen Weg hoch mache, wo ich dann nochmal hoch kann. Und nicht immer einen neuen Weg dazu bauen. Wodurch ja dann auch der Hügel immer breiter wird. Da ist ein Vorsprung. Moment, der muss bleiben. Der Block. Nein. Auch noch was rein. Sehr schön. Bald bin ich oben. Ach, geschafft. Gut, gut. Dann werde ich mir hier einfach mal einen Dreck
Haufen hinmachen und Fackeln platzieren. Gut, dass ich sie noch dabei habe. Ich dachte, ich hätte sie jetzt verloren unten. Als einziges. Gut. Markiert. Direkt hinterm Haus. Hier noch eine Fackel hin, damit es hell ist. Jupp. Und ich werde mir jetzt eine Mine machen. Eine Mine, die wahrscheinlich in unserem Gartenhaus dann anfängt. Also ich will hier mein Haus hinmachen. Ziemlich groß soll es natürlich sein. Vielleicht muss dann das Haus ganz weg. Kann ja sein. Überlegungen. Überlegungen. Ja, ich mach das jetzt da rein. Komm, ich habe hier Platz drin. So einigermaßen. Also mache ich den Abstieg mal dorthin. Hier kann ich mich noch nach unten graben, denn ich bezweifle einfach mal, dass hier gleich Lava kommen würde. Mache ich mir einen kleinen Raum hier unten rein. Unter das Haus. Ja. Bringen's die Fackeln? Es schaut immer noch so dunkel aus. Komisch. Gut. Habe ich hier schon mal was Kleines. Jetzt benötige ich aber noch Leitern. Eine Werkbank mache ich mir auch zum Mitnehmen. Unwichtige Sachen lasse ich da. Hätte ich vorhin fast vergessen. Ach. So und so. Kann ich mir das Schweinekotelett mal hier reinhauen? Ach ja, Kohle. Vielleicht mitnehmen ein bisschen was. Könnte ja sein, ich benötige Fackeln. Ja, und jetzt mache ich mir mal ein paar Leitern. 5. Ich denke mal... 5 erstmal. Ich weiß nicht, wie viel ich dabei habe. 7. Ja, 8. 8 kann ich schon mal machen. Und da das nicht reicht, wird gleich noch ein paar hinterher. Bam, bam, bam. Gut, wir haben schon mal 11. Mach ich mir noch ein paar. Ja, Holz habe ich noch dabei. Hier Holz werde ich gleich mal zu Holzplanken verarbeiten. Und dann noch die zu Sticks. Einfach, weil ich ganz viele benötige. Da habe ich auch nochmal Holz. Sehr gut. Sehr gut. Pfeile brauche ich eigentlich auch nicht. Cobblestone, ja. Spitzhacken? Spitzhacken, ja, Acken, genau. Spitzhacken kann ich mir dann auch machen. Da komme ich hoch, ja. Yep. Ah, ich mache so und dann kann ich flüssig runter. Nein! Die falsche Seite natürlich. Ja, hier wird dann der Abgang sein. Es ist schon dunkel oben. Der Abgang in die Mine. Meine Mine. Ja, er sieht vielleicht noch nicht spektakulär aus. Aber das macht nichts. Ach, genau dann, wenn ich meine Spitzhacke benutzen will, kommt natürlich... Bin schon ganz verwirrt. Genau dann, wenn ich meine Schaufel benutzen will, kommt natürlich keine Erde, sondern Stein. So dürfte eigentlich nichts passieren.
So von wegen, ich falle in Lava, sterbe dadurch. Ich hoffe, ich kann es so vermeiden. Wir sind ja auch schon einige Meter unter der Erde. Ach, da noch nicht. Natürlich wäre es gut, ich würde auf einen Cave stoßen. Problem ist halt das einzige Problem. Moment, hat es jetzt komisch angehört. Das einzige Problem ist dann natürlich, ich lasse die Monster erstmal an. Und das könnte schmerzhaft werden, wenn ich hier reinfallen würde. Deshalb passe ich auch auf. Aber ich kann eben nie genau sagen, wann eins kommt, denn man sieht es eben nicht. Das ist das Gefährliche. Da ist schon eine. Eine Höhle. Ja, meine Leitern reichen gerade so. Moment, da ist ein Baum. Ich bin immer noch oben. Ich dachte, ich kann jetzt endlich mal hier raus, aber nein. Wir sind immer noch an der Oberfläche. Ja gut, dann werde ich mich noch tiefer nach unten graben müssen. Viel, viel tiefer. Ich weiß ja, dass wir an einem Hügel sind, aber bitte. Das so nah am Rand? Ja, stimmt, das Haus ist am Rand gebaut. Naja, was soll's? Kohle können wir oben auch immer noch finden. Ja, was ich jetzt benötige, warum ich auch nach oben gehe? Leitern.